Burgi, wahrlich in letzter Minute noch einen Punkt aus der Hand gegeben. Wie sehr schmerzt das jetzt? Ja, sehr. Also bitterer geht es gar nicht. Ich glaube, dass es ein offener Schlagabtausch war. Ich glaube, so ehrlich muss man sagen, Sturm hätte in Führung gehen können, glaube ich, oder müssen. Ich glaube, dann haben wir aber mit dem Kreiler eine gute Möglichkeit gehabt, wo er schießen könnte oder querspielen. Ja, haben beide noch nicht gemacht und was eigentlich so hin und her ohne große Chancen, sage ich jetzt einmal. Wir hatten eigentlich, sage ich einmal, gute Umschaltaktionen gehabt bis zum 16er, sind gut über die Seiten gekommen. Das einzige Manko war, dass wir uns da nicht getroffen haben, uns nicht gefunden haben in der Box und dass wir da eigentlich zu wenig Abschlüssen gekommen sind. Und das war ein bisschen schade, sonst hätte man vielleicht das eine oder andere da schießen können, aber das haben wir nicht geschafft. Von dem her, ja, wäre unentschieden gerecht gewesen, so haben wir es leider verloren. Mäcki, der Bundesliga-Frühjahrsauftakt ist leider missglückt mit einer 0-1-Niederlage. Wie hast du das Spiel der Mannschaft heute gesehen? Ja, war natürlich jetzt so, wie es dann gelaufen ist in der letzten Minute, dass wir das Gegentor kriegen, extrem bitter. Ich glaube, dass wir erste Halbzeit fußballerisch das ein oder andere besser lösen hätten können. Wenn wir da uns ein bisschen mehr zutrauen, dann wären noch mehr Chancen möglich gewesen, beziehungsweise die Chancen, die wir gehabt haben, wenn wir die besser fertig spielen, dann hätten wir vielleicht ein Tor erzielen können. Insgesamt hat es dann zweite Halbzeit viel besser ausgesehen, finde ich. Aber wir haben dann nicht wirklich diese Möglichkeiten, die wir gehabt haben, dann auch ordentlich so genutzt, dass wir vielleicht da erzielen hätten können. Ich glaube, es wäre ein gerechtes Unentschieden gewesen, in der letzten Minute dann ein Tor zu bekommen, ist immer bitter. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass wir gegen Sturm Graz auswärts gespielt haben und kann dann trotzdem auch sagen, so wie es dann gelaufen ist, dass man gerade diese zweite Halbzeit vielleicht in Zukunft mitnehmen will. Aber die Enttäuschung ist natürlich jetzt im Vordergrund. Einen Punkt hätten sich die Jungs alle mal verdient gehabt. Dennoch, was hat unserem Spiel gefehlt, dass man eventuell sogar in Führung gegangen wäre oder in Führung hätte gehen können? Ich glaube, dass die Möglichkeiten da waren, dass wir kurz bevor dann die Torchance da war, glaube ich, falsche Entscheidungen getroffen haben. Ich glaube, dass man, wenn man das selbstbewusster fertig spielen, auch der Greili erste Halbzeit, wo er dann noch rüberspielen will, am Burgi kann er vielleicht selber abschließen, aber das wissen die Spieler jetzt eh, dann sicher die ein oder andere Situation, die ärgerlich ist, aber okay, man weiß, was man falsch gemacht hat, wir haben trotzdem die Möglichkeiten gehabt und in Zukunft müssen wir halt schauen, dass wir da einfach die besser fertig spielen. Zocki, wie tief sitzt der Frust nach so einem späten Gegentor und somit leider 0 Punkten? Was das Resultat, was das Ergebnis betrifft, ist natürlich sehr, sehr enttäuschend. Es ist bitter für uns, vor allem in der Nachspielzeit, so ein Gegentor zu bekommen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Leistung. War gut. Wir haben dagegen gehalten. Wir haben gesehen, dass wir da mithalten können. Und trotzdem haben wir natürlich Verbesserungspotenzial, vor allem was das Spiel mit dem Ball betrifft. Aber wir haben gesehen, dass wir mehr als mithalten können mit Sturm Graz und hoffentlich werden wir das in Zukunft am Ergebnis auch sehen. Es hat die eine oder andere auch gute Umschaltsituation gegeben. Woran hat es schlussendlich heute gehapert, dass man nicht vielleicht sogar in Führung hätte gehen können? Ja, dass wir den vorletzten und letzten Pass nicht präzise genug angebracht haben an den Mann, beziehungsweise dass wir nicht rechtzeitig den Abschluss gefunden haben. Und somit haben wir uns auch um sehr, sehr viele Chancen gebracht. Aber das kommt mit dem Selbstvertrauen und die Mannschaft braucht sie nicht verstecken, überhaupt nicht verstecken, was die Leistung betrifft. Welche Worte hast du jetzt so kurz nach Spielende schon an die Mannschaft gerichtet? Noch gar keine, weil viele Spieler ausgeschwärmt sind zu diversen Interviews und ich somit keine Möglichkeit gehabt habe oder Gelegenheit gehabt habe, irgendwas zu sagen. Es sind alle sehr traurig. Wir haben natürlich abgeklatscht mit jedem Einzelnen, aber ich habe noch keine Worte finden können, weil ich einfach die Möglichkeit noch nicht gehabt habe. Danke, Zocki, und gute Heimreise nach Wien.